Hallo zu einem Flohmarkt-Video. Ja, ihr hört richtig. Ich habe doch noch meinen Flohmarkt gefunden, den ich besuche oder besucht habe. Und warum der Flohmarkt eigentlich sich wie eBay angefühlt hat, das erfahrt ihr gleich. Eigentlich waren die Flohmärkte bei mir in der Gegend komplett vorbei. Doch dann habe ich nochmal eine Werbeflyer bekommen, also eigentlich mehr per Facebook, weil ich habe die abonniert, wo die Veranstalter, das ist auch so ein größerer Veranstalter, Nordflohmarkt hier bei mir in Norddeutschland. Und der hat dann plötzlich nochmal ein paar Termine und da war plötzlich hier jetzt am 13.11. gibt es einen großen Hallenflohmarkt. Gut, der ist ein bisschen weiter von mir entfernt. Wir sind eine knappe 50 Minuten hingefahren und zurück jeweils natürlich. Und ja, waren dann sehr früh da. War auch groß, möchte ich gar nicht bezweifeln. Waren zwei riesige Hallen, war auch voll, ohne Ende. Ja, es waren auch Privatleute da, aber gefühlt sehr wenig. Es waren viel diese Trödelhändler, einfach Trödel. Von natürlich auch die Games-Händler, die ganz normal ihre Stände hatten, die Antikstände und was nicht alles. Alles war dabei, so gemischt. Und ja, viele Schrotthändler und so weiter. Und ja, es fing schon gleich am Anfang an. Als wir kamen, da sah ich Figuren, ältere Figuren, so ein paar Gargoyles-Figuren. Und da der gute Bürgermeister, ich grüße dich an dieser Stelle. Ja, Gargoyles sammeln, dachte ich mir, nimm die mit vielleicht, wenn der Preis stimmt. Und das waren dann, ich glaube, der Goliath und noch so ein kleiner grüner mit Flügeln. Der Goliath hatte erst keine Flügel, dann habe ich in einer Kiste wohl zwei Flügel gefunden, die dazugehörten. Hätte ich einzeln noch so mitnehmen können, aber habe ich dann, wusste ich nicht, habe ich nicht gemacht. Das Grund kommt gleich. Naja, und dann gab es eine riesen Kiste, der sagt, ja, komm mal rum, ich habe hier noch eine Kiste voll. Es war jetzt kein Deutscher. Die war auch sehr knallhart da am Verhandeln, eben halt auch mit anderen habe ich schon nebenbei mitbekommen. Und dann habe ich diese Riesenkiste und ja, da waren ein paar Sachen drin. Er meinte zwar, okay, komm, wenn du mir über 100 Euro für die Kiste gibst, kannst du alles mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir, da war zu viel kaputt drin. Das waren aber auch viele Sachen, die nicht irgendwie, weiß ich nicht, konnte ich nicht anfangen. Komische Dragon Ball Figuren, so größere, die waren auch ein bisschen billig und so weiter. Ich habe da einen Street Shark gesehen, so einen kleinen blauen Hai. Ich bin da jetzt nicht so der Experte, der war aber auch sehr schon abgenutzt. Dann waren noch zwei weitere Gargoyles Figuren dabei, auch nochmal ein Goliath, so mit Stoppflügeln. Habe ich erstmal rausgenommen, ein Extreme Dinosaur. Und ja, dann fragte ich so locker, ja, was willst du denn dafür haben? Ja, für alles das da, was du da rausgesucht hast, 50 Euro. Und dann denke ich, ja, okay, komm, die Box, das lohnt sich nicht wirklich, weil mehr kriege ich da auch nicht raus und so weiter. Und da waren noch zwei andere Figuren, ich habe zwei Figuren mitgenommen, dafür habe ich 13 Euro bezahlt. Ah, das war zu teuer, ich habe versucht zu handeln, der wollte echt Preise haben. Ja, guck doch bei eBay, da bezahlst du 30 Euro, bei mir bezahlst du 25. So, fing bei der einen Figur an. Ich dachte, okay, komm, lass die liegen. Da will ich gar nicht diskutieren. Und diese Art und Weise, ich erzähle das so, weil das zog sich durch den Flohmarkt auch durch. Also das war gar kein richtiger gefühlter Flohmarkt. Wir haben was gefunden, aber es war wirklich eine extreme Suche. Ne? Und so hat mir noch nicht mal einen Film heute gefunden. Das wird kein einziger Film dabei sein. Verrückterweise. Na gut, bei diesem Stand haben wir aber zwei Figuren gefunden und ein Zubehörteil, was ich gesagt habe, komm, das nehmen wir mit. Und zwar einmal mitgenommen haben wir, in dem Sinne, ich habe 13 Euro bezahlt für die Sachen zusammen. Also, ich habe hier einmal eine Figur von Final Fantasy X. Mein Bruder hat sie gesehen und sagte, die nehmen wir mit. Die wird womit auch mit 30 Euro einzeln gehandelt. Ich weiß gar nicht, ob Zubehör dazu kommt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Figur. Naja, gut. Die war dabei. Dann habe ich gefunden, und den hatte ich gefunden dabei. Ich habe ihn schon, deswegen wird er mich auch wieder verlassen, aber den findet man auch seltener. Ein Ghostbuster von 1985, 86, ich würde mal sagen 86, weil das ist schon, sind ja schon diese Schreckfiguren, funktioniert wie gesagt noch. Boah, boah. Genau, die Figur ging und dann lag da noch, das ist jetzt nicht komplett heil, aber für die Dekoration funktioniert das, ein Protonenpack von einem anderen Ghostbuster. Bei dem kann man das leider nicht auf dem Rücken machen, aber mir fehlt von den Ghostbusters, ich habe die alle bei mir in der Vitrine.
würde ich euch zeigen. Ich sag mal, eine Art Roomtour ist geplant, aber ich muss erst 500 Abos erreichen. Also, falls einer von euch mich guckt und noch nicht abonniert hat, einmal abonnieren. Wir müssen über 500 Abos, also ich will so 502 Abos, dann kann man sagen, dass es nicht danach wieder runtergeht, dann, dass ich dann habe. Und dann mache ich eine schöne Tour durch die Sammlung, die ich habe, die schönen Regale mit den ganzen spannenden Teilen. Ja, egal, gibt es dann zu sehen. Genau, so, also wie gesagt, das Protonenpack ist nicht ganz heil. Hier ist hinten der Nipsel abgebrochen, wo man so ein bisschen drehen konnte, und auch die Halterung ist hier ein bisschen verbrochen. Aber andererseits, man findet es so nicht einfach, und für mich ist es jetzt so, dass ich die vier Ghostbuster einzeln habe. Ich habe mal 3 Stück gefunden mit Protonenpack im Top-Zustand für, ich glaube, jeden Euro. Das ist zwar ein paar Jahre her, aber es passiert halt. Und dann haben wir noch mal Winston am Flohmarkt gefunden. Also ich hatte Egan, Peter und Ray, die hatten wir. Aber eben halt Winston, den hatten wir dann auch gefunden, aber ohne Protonenpack. Somit habe ich jetzt erstmal einen Protonenpack. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, zu wem das genau gehört. Mein Bruder sagte, glaube ich, zu Peter. Aber egal, ich habe einen Protonenpack. Das passt also ganz gut. Und so kann man die Figur so ein bisschen optisch vervollständigen. Ja, also, den Händler haben wir dann erstmal gelassen und sind dann in die Halle gegangen. War recht voll, waren auch einige noch am Aufbauen, aber es waren, wie gesagt, Schrotthändler und Trödelhändler, da fand man nicht so viel, und wir haben wirklich echt suchen müssen, wir haben uns durchgequält, und immer wenn man nach den Preisen gefragt hat, waren das fast die Neupreise. Das war echt, ich gucke ja gerne nach 3 Fragezeichen Bücher, und die kosten so, ich sag mal so um die 10 Euro ein Buch, ich sag mal ganz grob, 10 Euro, egal welcher Zustand, 8 Euro maximal. Wenn man handeln wollte, unter 7 ist da keiner gegangen, deswegen habe ich gar keins davon mitgenommen. Ich hätte gerne da ein Set mitgenommen, aber das war mir dann zu teuer. Mitgenommen aber, was nicht ganz so teuer war, 50%, sagen wir mal runter, vom Originalpreis von 10 Euro, ist das Super Mario Set hier mit dem Bieber, das Bieber Set. Ja, jedenfalls, das fehlte meinem Bruder noch, ist auch geöffnet gewesen, also und auch benutzt worden, aber Box ist gut, und hier steht mal 10 D-Mark drauf, die 10 D-Mark, 10 Euro drauf, und somit haben wir es für 5 Euro bekommen. Das ist eben halt ganz gut gewesen. Ja, dann habe ich im Endeffekt ein paar Bücher gefunden. Als erstes habe ich gefunden ein Buch, was mich irgendwie lustig finde, weil es ein Filmroman ist, aber auch irgendwo, weil es ganz witzig ist, und zwar Kindernovelle, kann man sagen, zu The Nightmare Before Christmas, das auch das Artwork, und das hat mich angesprochen, und ich dachte, komm, nimmst du mit. Wollte man 1 Euro, da handle ich auch gar nicht, 1 Euro ist komplett fair. Und dann hatte die noch ein Mauspad da liegen, von Nightmare Before Christmas. 50 Cent habe ich da auch nochmal für bezahlt, als ich fragte, was wir denn da noch haben. Oh, gib mir 50 Cent, sagte sie, das kann man machen, sage ich dann, das ist auch fair. Da handelt man gar nicht, das war so fair. Ja, und dann habe ich die beiden Sachen mitgenommen. Ich finde es witzig, irgendwo, es hat was. Ist auch neu, es ist komplett unbenutzt. Und das Buch, ja, ist gelesen. Ist von 1993, ist jetzt so eine Kindernovelle. Man kann es so sehen mit größerer Schrift. Und aber auch Filmbildern hier in der Mitte. Und ja, ich bin ja so einer, der Filmbücher und so weiter gerne liest. Das hatte ich noch überhaupt nicht. Ich habe auch eine Menge aussortiert, also da ist meine Sammlung auch schon sehr reduziert. Ja, und deswegen nehme ich viele. Das fand ich jetzt, wie gesagt, interessant. Also kam es dazu. Ja, bei Büchern oder Comics, jetzt gehe ich zu Comics-Kurs über. Ein Comic hat mein Bruder gefunden. Ich weiß gar nicht, was er bezahlt hat dafür. Ich habe ihn vergessen zu fragen. Ich war auch gerade auf einer anderen Seite zu gucken. Ich glaube so 3-4 Euro. Also maximal. Und zwar, er ist ein großer DuckTales-Fan, und er hatte einen DuckTales-Classic-Comic. Das ist etwas neuer erschienen. Das ist, glaube ich, auch von letztem Jahr, vorletztem Jahr. Sind halt Comics mit von DuckTales. Ich gucke gerade, ob hier ein Datum drin steht. Und 2018, okay, schon 4 Jahre alt. Sind halt ein paar Geschichten, und ich glaube, die sind auch in der Mickey Mouse gewesen. Also gut gezeichnet, macht auch Spaß. Und wie gesagt, erst als DuckTales-Fan dachte er sich, ja, muss doch haben, und der Preis stimmte eben halt. Und in einer Kiste, da habe ich auch 2 Disney-Bücher gefunden. Das eine kriegt meine Schwester auch, weil es eben halt auch sehr interessant ist. Und das andere werde ich behalten, weil ich es interessanter finde. Ist aber in einer ähnlichen Art
Und zwar, die Bücher sollten je 2 Euro kosten. Ich habe die zusammen dann für 3 Euro. Und zwar einmal habe ich gefunden, dieses Disney-Buch, wo die Geschichten von Peter Pan, Bambi und Aristocats erzählt werden. Das ist also bebildert, die Filmbilder. Und dann die Geschichte als Text, ist ja für Kinder auch gedacht. Ist nicht ganz heil. Die erste Seite mit so einer Doppelseite ist hier gerissen oder rausgerissen, genauso wie das Deckblatt lose ist. Und die ersten Seiten sind lose leider, aber das macht es nicht. Der Preis war okay. Wie gesagt, für 1,50 Euro kann man nichts sagen. Hier hinten seht ihr diese Doppelseite, die fehlte da. Aber es ist sehr, sehr schön und für meine Schwester ist gedacht, die großer Disney-Fan ist, ist ja schon älter, aber manchmal sammelt man und man liebt auch Aristocats, also habe ich mir gedacht, nimm mir das mit. So, ich habe mir mitgenommen und das behalte ich, weil ich finde es auch super toll. Man ist ja auch damit aufgewachsen mit vielen Filmen, wie zum Beispiel mit Tarzan und der Zauberkessel. Ich habe dieses Buch noch nie gesehen, es jetzt hat leichte Beschädigung, weil es war wohl mal sehr eng gelagert, somit ist diese Folie verrutscht hier drauf. Man kann es vielleicht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so ein bisschen, ich halte es ein bisschen schräg hier, so ein bisschen Rillen auch hier, so, weil es, keine Ahnung, hat irgendwie Luft gezogen darunter oder wie auch immer, hat sich abgelöst. Ist mir aber auch relativ egal, das Buch ist heil. Hier war mein Name reingeschrieben und das ist auch, ich versuche meine Seite, dass wir mal schöne Bilder sehen. Ja, Doppelseite kann man sehen, die Geschichte wird erzählt. Und Filmbilder dazu, also es ist sehr, sehr schön. Und wie gesagt, Tarzan und der Zauberkessel ist halt ein besonderer Disney-Film, ein bisschen erwachsener. Ist auch der einzige Disney-Film, der übrigens noch nicht uncut veröffentlicht wurde. Aber er war schon von vornherein um 10 Minuten gekürzt. Also habe ich es gelesen bei Wikipedia. Um 10 Minuten wurde er gekürzt, aber auch schon kurz vor Kinostart. Das heißt, eigentlich könnte Disney die Uncut-Fassung rausbringen. Die ist ja erstellt worden, man hat ihn kurz vor Veröffentlichung damals gekürzt und auch so auf DVD und Blu-ray sind die nie bisher erschienen. Ist ein sehr schöner Fantasy-Film oder ernst, ein bisschen düster, also eine ganz besondere Zeit. Deswegen hat der auch einen besonderen Stellenwert, denn der ist damals im Kino gelaufen. Irgendwo habe ich noch das Einklebealbum davon oder mein Bruder gesehen und dann ist er jahrzehntelang nicht rausgekommen. Weder auf DVD oder vorher war es noch VHS, also Videokassette. Aber keiner hat die veröffentlicht. Also die wurde nicht veröffentlicht. Erst, ich sag mal, Mitte der, schon zum Ende der Videokassettenzeit fing er erst an, dass er mitveröffentlicht wurde im Rahmen von Disney Classics. Davor wurde er nie veröffentlicht. Somit haben viele nicht geglaubt, dass das ein Disney-Film ist. Hier seht ihr, Walt Disney steht drüber. Walt Disney, Tarzan und der Zauberkessel. Viele haben das nicht mitbekommen. Es gab nur eine Hörspielkassette, aber die war auch schwer zu finden damals. Ja. Also, wie gesagt, die beiden zusammen für 3 Euro, das war absolut fair, auch wenn das beschädigt ist. Aber ja, es ist halt eine Zeit, dass ich meine, wenn ich jetzt gucke, von wann das ist von, das Datum noch dabei. Nee, gar nicht. Das Datum ist nicht zu sehen. Hier steht kein Datum. Nicht auf den Seiten, die ich hier sehen kann. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe es in der Kindheit gehabt, das ist 80er Jahre. Also, das weiß ich. Meint zwar ein bisschen zerstörter. So, aber ihr wolltet ja nicht nur diesen Kram sehen, ihr wolltet auch sehen, habe ich Videogames gefunden? Ja, wir haben auch Videospiele gefunden. Keine PC, nein, wir haben, ich hätte gerne eine PC-Bigbox gefunden. Ich habe eine gesehen, die war interessant, so ein Hubschrauber-Simulator, aber da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Wie gesagt, es waren sehr viele Gamehändler da, auch welche, die ein bisschen Gimmicks hatten, wo ich gedacht habe, ach, das nehme ich mit. Eine Sache habe ich jetzt gerade gemerkt, die habe ich bei mir in der Tasche noch liegen. Die werde ich nur einblenden und zwar, werde ich jetzt hier einblenden, ich werde noch ein Foto davon machen. Und zwar dieses Assassin's Creed Armband habe ich gefunden, hat mich 4 Euro gekostet. Und ja, sah ganz witzig aus, habe ich für den lieben Matt mitgenommen. Vielleicht hat er es noch nicht, ich dachte, das ist ein netter Gag. Also lieber Matt, ich grüße dich auch an dieser Stelle. Ja, freue mich, dass ich vielleicht was wieder gefunden habe, was dich interessiert. Ja, wie gesagt, muss ich mit Foto einblenden, weil ich gemerkt habe, das habe ich in meiner Tasche vergessen. Es war so leicht, dass ich das übersehen habe und vergessen. Ja, aber jetzt nicht vergessen will ich jetzt das, was ich an Videogames, was wir wirklich gefunden haben. Und den Anfang, ich suche jetzt mal so ein bisschen spontaner, sind 2 Spiele, die mein Bruder gekauft hat, zu Neupreis, kann man fast sagen, bisschen günstiger, aber weil es noch aktuelle Spiele sind, hat das mitgenommen und zwar, weil es hat sich so ergeben. Das hat ein Händler, den wir auch kannten durch andere Flohmärkte,
der auch normale Preise hatte, angeboten, und zwar God of War. Da hat mein Bruder, ich glaube, 60 Euro bezahlt. Also in dem Sinne, er hat es mitgenommen, es ist ja neu, ist ja gerade erst erschienen. Und er sagte sich, das muss ich nochmal haben. Und er wollte sowieso, hat aber ein bisschen gezögert. Und genauso was gerade neu ist, ist Soul Hackers 2 von Atlus für PlayStation 4. Kann man auch auf PlayStation 5 upgraden. Hat er, glaube ich, 35 Euro bezahlt. Es war nicht günstig, war nicht super billig. Aber es ist sealed und das machte es ja auch aus, dass man das dann entsprechend günstiger hat. Der hatte noch eine ganze Menge, wo man ein bisschen überlegt hat, vielleicht ein paar noch von den neuen Sachen. Aber naja, im Endeffekt hatte man das nicht so gefunden. So, dann habe ich bei dem gleichen Händler, das nehme ich jetzt mal vor, so viel ist es ja gar nicht, und zwar habe ich mitgenommen, das Spiel habe ich eigentlich in einer anderen Fassung auch schon, aber ich sage euch gleich, warum ich es mitgenommen habe. Ich habe 8 Euro bezahlt für The Evil Within für PlayStation 4. Ich mag das Spiel sehr, ich will es auch nochmal spielen, weil ich mag, das hat ja Shinji Mikami gemacht, der mit Erfinder sozusagen vom Resident Evil. Es ist auch ein bisschen wie Resident Evil 5, ein bisschen aber mehr Psycho und so weiter. Und na, ich muss jetzt sagen, wenn man Shadow of Rose zum Beispiel spielt, bei dem DLC von Village, das hat so ein paar Anleihen, finde ich, in diese Richtung. Wie Evil Within. Auf jeden Fall ein großartiges Spiel, auch der zweite Teil, ich fand ihn großartig. Das Spiel ist jetzt in gutem Zustand, alles dabei. Ob der Code noch funktioniert, weiß ich nicht. Hat mich 8 Euro gekostet, sollte 10 kosten, ich habe es auf 8 runtergehandelt. Das war auch ein bisschen besser, ich hätte es noch für 7 beim anderen Händler kriegen können, aber das war, hatte Feuchtigkeit gesehen und das wollte ich dann nicht haben. Ja, warum habe ich das mitgenommen? Ich meine, ich habe die Steelbook-Version davon, aber ich habe vor einiger Zeit bei eBay, glaube ich, ich glaube für 8 Euro habe ich selbst das Ganze, habe ich die Limited Edition erworben, ohne Spiel. Ich zeige euch die, die ist jetzt nicht vom Flohmarkt, da habe ich diese Limited Edition gefunden. Da ist einmal so ein Holo-Bild, wie ihr sehen könnt, drin und ein Notizbuch. Und ja, das ist nur der Pappschuber und dachte ich mir, nehme ich mal mit. Man findet das Spiel ja einzeln immer leichter. Ja, und ich habe eine ganze Menge Extras, weil ich jetzt gerade auch das Spiel gern habe. Und das wird dann jetzt hier reingetan. Ja, ein bisschen kleiner ist das. Und somit habe ich diese Edition jetzt komplett delimited. Ist das nicht geil? Das ist toll. Genau. So, das sind schon fast alle Games und damit geht es auch gleich weiter. Wie gesagt, oder es geht jetzt weiter, aber man musste wirklich suchen bei den ganzen Spielen. Und dann habe ich ein paar Wii-Spiele durchgeguckt bei dem einen. Da waren auch viel Sport, aber gesehen habe ich, beziehungsweise mein Bruder guckte gerade die DVDs und Blu-rays durch. Nee, Blu-rays war das nur. DVDs hatte die Person nicht so viel, wollte auch nur 2 Euro das Stück. Und das war ja auch sehr, ist auch günstig, aber es waren keine Filme dabei, die uns jetzt fehlten. Und zwischen den Sport wie Spielen habe ich entdeckt Far Cry Vengeance. Das ist ja dieser Shooter von Far Cry. Also im Sinne ist Far Cry ein Shooter, aber es ist halt auch für den Nunchuck und so weiter. Und der Wii-Mode kann man eben halt ein bisschen, ja, das als Shooter nutzen, wie ein Pistolenshooter. Und es sollte 5 Euro kosten. Ich habe auf 4 runtergehandelt. Ja, für 4 Euro habe ich das dann mitgenommen. Fehlte uns jetzt diese Version. Ich glaube, mein Bruder hatte die für die PlayStation 3, PlayStation 4. Da haben wir das eigentlich, aber na, sehe das jetzt nicht. Und somit habe ich mir gedacht, nehme ich mit. 4 Euro, das geht. Ich sage ja, man musste wirklich nach Stäbchen suchen. Es war gar nicht so einfach. Ihr seht, wir haben schöne Sachen gefunden. Und 2 Sachen liegen hier noch, mehr nicht. Das Armband, was ich da gefunden habe, das wird ja nur, ist ja nur als Foto dabei. Obwohl beim Endbild, wenn ich jetzt hier nochmal rüberschwenke mit der Kamera, dann werdet ihr das auch nochmal besser sehen. Ja, gut, 2 Spiele wollen wir mal machen. Ich habe ein PlayStation 1 Spiel gefunden. Nichts Besonderes. Die Hülle sieht zwar einerseits gut aus, weil sie noch leuchtet, nicht zerkratzt ist zu stark, ist aber beschädigt. Ist nicht mehr in gutem Zustand. Das Spiel ist aber, CD ist top. Und ja, ich habe es eigentlich wegen dem Cover mitgenommen. Die Schlümpfe. Ich liebe die Schlümpfe als Comic. Ich mag auch vieles davon. Und das ist so ein richtiger schöner Peo-Style. Ich sehe den Krakakas da drauf. Und hier oben der Krakakas, eine meiner Lieblingsgeschichten von den klassischen Schlümpfe. Und ja, ich fand das Bild, weil es halt eben ein klassisches Schlümpfe-Bild ist. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde nur zu diesem Spiel werde ich jetzt mal was einblenden, ein paar Spielszenen. Ich
habe es noch nicht gespielt. Ich vermute mal, dass es ein Jump'n'Run und so weiter ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Schönes 3D-Bild. Und ja, ich werde jetzt hier, während ich laber, seht ihr mich wohl nicht, dann werde ich ein paar Bilder einblenden. Und ja, mal sehen. Ist halt ganz lustig bestimmt. Ihr wisst es wahrscheinlich schon vorher, weil ich das Video vorher fertig gemacht habe, bevor ich das Spiel angespielt habe. Aber egal. Das soll es sein. Also, wie gesagt, die Schlümpfe. Hier hinten könnt ihr auch noch mal kurz gucken. Auch sehr schön. Hier ein schönes Artwork, finde ich, von mit Babyschlumpf davor. Richtig toll. Also, von dem gefällt es mir. Ist, wie gesagt, vollständig ein kleines Handbuch. Für meine kleine PlayStation 1-Sammlung ist es genau das Richtige. Und wir sind ja bei Sammlung. Eins Sammlungs-Highlight, na, was ist das Highlight? Ja, doch, eins der Highlight, die man auf diesem Flohmarkt, ich muss sagen, das ist doch mit das Highlight für mich auf diesem Flohmarkt. Es hat mich, was habe ich bezahlt? 13 Euro. 13 Euro habe ich bezahlt, aber es ist ein Spiel von Baphomets Fluch, kann ich so sagen, und zwar Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache. Und seht ihr das? Es ist hier nicht hundertprozentig mehr. Hier oben ist die Außenfolie aufgerissen, leider. Aber ansonsten sealed. Und der hatte da einen Händler, den haben wir am Ende gefunden. Das ist wirklich das Letzte, was ich gekauft habe. Der hatte eine ganze Menge Sealed-Spiele. Aber der hatte auch die Wertpreise in Sealed. Also 50 Euro für ein Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs und so weiter. Also das war mir dann zu viel. Aber als Baphomets Fluch-Fan, und das Ding ist wirklich im Top-Zustand ansonsten, ihr seht ja hier, abgesehen hier oben ist ein Teil abgerissen von dieser Außenfolie, aber hier noch komplett sealed. Ja, und dann habe ich mir gedacht, für meine Baphomets Fluchsammlung, ich habe das Spiel auch regulär, es ist ja auch auf PlayStation 2 erschienen und PC. Ich habe alle Versionen davon, aber sealed hatte ich das noch nicht. Ich sage, für mich ist das auch noch sealed, auch mit dem Beschädigten da oben, aber es ist ja hier sealed. Es bleibt auch sealed, es wird nicht aufgemacht, ich habe es ja in anderer Form. Und ja, deswegen, das war das Letzte, was ich gefunden habe. Ja, das war's. Das war dieser Flohmarkt, der nicht geplant war und der, wie gesagt, eigentlich kein Flohmarkt geführt war, weil überall hast du das Gefühl gehabt, eBay bezahlen. Also es war sehr teuer, keiner ließ richtig mit sich handeln. Viele waren unfreundlich, leider auch, also sehr, sehr grimmig und grimmig. Du hast nur ein bisschen was gesagt, der eine hat mich gleich angemeckert, weil er von Nintendo Werbeschlüsselanhänger, hatte so ein kleines, weiß nicht, ob es aus einer Lootbox war, da war ein Nintendo Controller, da wollte er gleich 15 Euro für den Schlüsselanhänger haben und ich sagte, da kann ich mir einen Controller ja selbst neu kaufen und mir ranhängen, einen echten Controller, und dann, ja, da fing er an zu meckern. Gut, ist halt manchmal so, ne? Also, und manche hatten echt überzogene Preise. Wir haben jetzt, denke ich, eine ganze Menge Kleinigkeiten gefunden. Ihr könnt mir gerne schreiben in die Kommentare, falls ihr was zu sagen habt. Ich hoffe mal, das macht immer Spaß, ein bisschen schnacken, wie wir so norddeutsch sorgen, dass, was euer Highlight jetzt hier ist, welches Spiel würdet ihr auch kaufen? Ich meine, gut, God of War Ragnarok oder God of War 2 von diesem Remake ist halt klar neu, das werden sicherlich viele von euch noch kaufen, das will ich mal ausklammern und so, aber von den anderen Kram, was sagt euch zu? Und ja, ansonsten, wenn ihr noch nicht habt, abonniert, damit ich genug Abos, damit ich 500 Abos zusammenkriege für, und ich sag mal, fast, man kann sagen, Roomtour. Ich habe zwar keinen Sammlungsraum, aber ich habe viele schöne Regale, wo richtig tolle Highlights von Spielen und Games und oder Actionfiguren drauf liegen, die ich euch zeigen kann. Also wie gesagt, ich muss 500 Abos bekommen. Ansonsten, ja, liken, wenn euch das gefallen hat, teilen, ist auch eine schöne Möglichkeit. Ja, kommentieren, vor allen Dingen, das ist das, was mich am meisten freut, wenn wir miteinander reden können. Und ja, wir uns austauschen. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt Spaß in dem Video. Ich hatte Spaß an dem Ganzen und wir sehen uns beim nächsten Mal.